So, Freunde, wir haben eine Wette für euch, an der ich euch gleich beteilige. Ich stelle sie euch vor, wir bleiben ja ein bisschen beieinander. Unbedingt. Und pass auf, ich zeige euch, was dieser junge Mann behauptet. Er sagt nämlich, ich kann von über 100 Gegenständen, die wir hier zusammengetragen haben, jeden, den ihr mir raussucht, länger als 10 Sekunden auf meiner Nase balancieren. Nun ist ja auf meiner Nase relativ viel Platz. Dieser junge Mann hat aber ein gar goldiges Näschen und behauptet nichtsdestotrotz, dass er zum Beispiel jenen Tannenbaum oder hier eine Packung Nudeln oder eine Trompete oder ein Foto bzw. Bild mit dem besoffenen Olli Dietrich auf seiner Nase balancieren kann. Wie er dazu kommen soll, weiß ich nicht. Ob er sowas schon mal jemals ausprobieren konnte, weiß ich nicht. Und er hat mir auch gesagt, die kleinen Sachen sind die schwersten. Also zum Beispiel so ein kleines Pinselchen, weiß ich nicht, wie er das hinkriegen soll. Ich kann es nicht. Und damit das Ganze natürlich so zufällig ist, wie es hier steht, würde ich jetzt Gabi und Marco bitten, rüberzukommen. Gabi, du bist so lieb und suchst 5 Gegenstände aus. Ja, jetzt sofort. Jetzt sofort. Okay, nehme erstmal die Nudeln, weil ich könnte gut was essen jetzt. Jawohl, ne? Nudelchen, aber die sind sehr al dente. Und dann gucken wir mal, kleine Gegenstände hast du hier gesehen. Die Blockflöte, dass die mal runterfliegt, das würde ich ihr gönnen. Die hat mich Jahrzehnte gequält. Mhm. So, Pinsel. Ja, da haben wir 3. 3. Der Weihnachtsbaum, komm! Ne, das muss der Junge doch schaffen. Jetzt haben wir 4. 4. Und eine Tafelschokolade. Die können wir nämlich nachher gleich. Ja. Richtig. So, die machen wir gleich auf. So, jetzt haben wir 5. 5. Marco, jetzt wärst du dran. Der braune Schuh würde sich anbieten, aber das bekommen wir den Jungen umfällt. Fällt er tot um. Ja, genau. Hast du irgendwas? Ich habe ein Handy. Oh, das ist eines von diesen Dingern hier, da kann man ja so alles damit. Oh. Hat den einer gesehen sonst? Nein, das ist alles, das ist mit Kegelbahn, Toaster, alles eingebaut. Ja, guck dir an. Das ist sensationell, weil kann man kannst du das bedienen, ja? Wie geht's euch denn so? Kann man sprechen mit, ja. Da haben wir, pass auf, so, damit es aber nicht heißt, wir haben uns mit dem Jungen in irgendeiner Form verbündet, würde ich euch bitten, wieder Platz zu nehmen. Ja. Dankeschön. Oh. Tschüss. Ich lasse keine Gelegenheit aus. Wie schnell müssen wir zurück? Ach, lasst dir Zeit, okay. Hauptsache ihr verlauft euch nicht. So, jetzt möchte ich nämlich im Publikum ganz spontan. So. Bitte sehr, ich suche noch ein Teilchen. Ein Teilchen. Hat irgendeiner, sag mal, Tasche dabei? Taschentuch ist, glaube ich, relativ einfach. Will sie einer das Holzbein abmachen hier? Ist irgendetwas Tasche zum Beispiel? Zeig mal. Die müsste aber relativ stabil sein. Tüte geht, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, das müsste. Das ist schwierig. Passen Sie auf, dass ich wiederkomme, ja? Alles klar? Okay, das könnte ich mir vorstellen, müsst ihr packen. Also Handtäschchen, kann man ein bisschen gucken? Ja, ich krame gerne in fremden Handtaschen rum. So, also, die kriegen Sie wieder, keine Angst. Och, hast du einen Bleistift noch mitgegeben? Was ist denn das? Ein Stab. Ein Stab? Gehst du immer mit Stab in Fernsehsendungen? Aus der Franziska aus den Haaren gewartet, jetzt fällt der die Frisur runter. Also gut, dann nehme ich das auch mal mit, kriegst du auch nachher wieder. Kinder trennen sich von ihren Stäben, um mitzuwirken, ist das nicht nett? So, jetzt haben wir 7 Teile, 6 davon muss er schaffen und ich trage Ihnen die Wette jetzt amtlich vor. Tristan Iser aus Drenn-Steinfurt wettet, dass er aus über 100 verschiedenen Gegenständen nach unserer Wahl 7 davon 10 Sekunden auf der Nase balancieren kann. Hier ist Tristan Iser. Tristan, Servus. So. Der Name kommt mir flott über die Lippen. Ich habe nämlich auch einen Tristan zu Hause. Ja, schön. Bloß kommt er leider nicht immer raus, wenn ich rufe Tristan, aber ja. Im Fernsehen okay. Ist alles anders. Tristan, was ist in deinem Leben das Wichtigste? Was sind deine Pläne? Ist das zum Beispiel, ist das hier für dich ein Rahmen, wo du dich wohlfühlst? Ja, das ist der erste Schritt. Also das war mein erstes Ziel, was ich mir vorgenommen habe, in diese Sendung reinzukommen. Das habe ich auch geschafft. Und jetzt ist mein zweites Ziel Sänger. Also ich möchte Sänger werden. Und dann möchte ich nicht hier stehen, sondern da drüben möchte ich. Aha, doch, richte ich schon mal heute so nicht richtig, ein. Ja, genau. Solange du so nicht richtig. Hier stehen willst, wo ich heute stehe, da ja, kannst du mal genau. Ein bisschen
arbeite dich langsam an die Sache ran. Also, diese Geschichte mit der Balanciererei, hast du die extra angefangen zu üben für Wetten, dass oder was? Ja, die habe ich extra angefangen für Wetten, dass. Ja. Echt? Ja. Kinder, nehmt euch mal ein Beispiel. Hier sagt ein junger Mann, wie kann ich eines Tages bei Wetten, dass auftreten, balancieren. Hast du andere Sachen versucht und wieder aufgegeben oder hast du gedacht, ich habe ein Gefühl für Gleichgewicht? Nee, ich habe nie aufgegeben, immer durch. Nie aufgegeben und immer geprobt und dann hat das hingehauen. Er sagt, jeden Gegenstand, wir haben ihm die rausgesucht. Siehst du dich dem allen gewachsen hier? Ja, denke ich schon. Ein Kind hat sich von ihrem Haarstänglein getrennt. Ist sowas balancierbar? Ja, das ist balancierbar. Da bin ich mal gespannt. Und die Handtasche habe ich mir zur Sicherheit noch? Ja, das gucken wir dann mal. Also, Gabi und Marco, ihr habt die Gegenstände gesehen, ihr habt Tristan gesehen, seine Nase ist wesentlich kleiner als meine. Mhm. Er behauptet, all das kriegt er drauf, natürlich der Reihe nach. Mhm. Wie werdet ihr euch entscheiden? Schafft das oder schafft das nicht? Der schafft das, der Junge. Okay. Dann muss ich ja dagegen halten. Okay. Du hältst dagegen? Ich halte dagegen. Einfach mal, weil er heißt ja Tristan, das kommt aus dem Englischen. Try, stand. Und, okay. Versuch's. Eine gewisse Logik. Einer sagt ja, einer sagt nein. Also umgekehrt. Ja. Sie sagt ich ja, sag er sagt nein. Ja. Schauen wir mal, ich hätte für euch beide nachher einen schönen Einsatz. Sehen wir erstmal, welcher drankommt, bevor ich hier Unruhe stifte. Okay. Gut. Ja. Dann, ich gehe mal davon aus, du musst dich konzentrieren. Ja. Das heißt, ich halte die Klappe. Wir zählen jeweils die 10 Sekunden. Die Reihenfolge ist beliebig. Wir haben nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 8 Gegenstände. Also einen darfst du liegen lassen oder willst du dich gleich jetzt entscheiden, damit hinterher nicht. Welchen nehmen wir raus? Welchen? Pass auf, nehmen wir unseren Pinsel raus und nehmen, damit das Mädel ihre Stange auf deine Nase kriegt. Ja? So, ja. Der Pinsel ist eh wurscht. Genau. Ziemlich gleich. Legen wir den zurück. Und davon musst du 6 packen. 6. Einer darf runterfallen. Okay. 10 Sekunden pro Gegenstand. Wir zählen natürlich mit. Und ich sag, top, die Wette gilt, Tristan. Okay. Wenn der erste Gegenstand steht, läuft die Zeit und dann kommt der nächste dran. Und 10, gepackt. Der nächste. Danke. Okay. Die Nudeln. Ja, dann nehmen wir mal eine Nudel, ne? Ja. Die 10 Sekunden. Bitte? Okay. So, locker, okay. Locker, danke. Bitte. Und jetzt wird's schwierig, was das kleine Teilchen betrifft. Dann nehmen wir mal das. Das ist dieses Allzweckgerät. Schwieriger machen wir. Auswahl. Dann nehmen wir mal die Stange von dem Mädchen. Okay. Nein, das ist das
Ja, auch geschafft. Handtasche oder Schokolade, bedien dich. Einen darf ich noch, ne? Ja. Jawohl! Toll! Damit okay, super. Ist die Wette gewonnen! Christian, mach die Handtasche als Zugabe. Die Handtasche als Zugabe? Gratis! Okay, gucken wir mal. Handtasche als Zugabe. Okay. Und das kleine Mädel, das ihren Dings hier abgeliefert hat, darf schon mal zu mir kommen. Die Handtasche geht auch noch, guck mal. Jawohl. So. Jawohl. Rato, okay. Hat geklappt. Christian. Bitteschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Wette ist gewonnen. Hier. Sie hat dein, Tschüssi. Du darfst dir dafür aus diesem Regal irgendwas genau. aussuchen. Eine Klobürste hätten wir zum Beispiel noch. Oder hier, guck mal. Das Buch mit dem netten Onkel. Oder ein Waschkorb für die Mama. Das Buch. Ja. Da habe ich aber Glück gehabt. Okay. Na, guck mal, hast du einen Bruder? Nein? Eine Schwester. Hm, dann werden wir nicht ohne. Dann hast du für die Mama, nimmst du auch was mit. Guck mal hier, da, Kochlöffel. So, das ist für die Mama ein Kochlöffel. Wie alt ist deine Schwester? Vier. Nee, sechs. Weil so eine Barbie ist doch in Ordnung, oder? Guck mal, reich beschenkt. Und dann nimmst du der netten Dame die Handtasche mit. Ja? Dankeschön. Da tun wir noch eine Tafel Schokolade rein. So. Nee, doch, die Gabi. Ja, die Gabi hat eine andere. So. Dankeschön. Tschüss. Ja, das ist gut. Herzlichen Dank, Christian. Ja. Toll gemacht. Wette Thomas, gewonnen. Thomas? Ja. Danke. Da liegt so eine schöne Rose. Soll ich die jetzt liegen lassen und verwelken lassen, obwohl er so eine schöne Frau ist und an mich geglaubt hat? Christian, ja? Christian, in deinem Alter schon, ja? Ja. Also gut, bitteschön. Ja. Ich balanciere oh, Mann, aber mal, ach, guck mal, jetzt balanciert es auf der Nase. Oh. Ich bringe dafür das Handy von Marco ah. nach. Marco, dein Handy. Danke. Danke. So, okay. Christian, herzlichen Dank. Tschüssi. Tschüss. Mmh. Nein. Der hat aber mal ein Benehmen oder zwei, was? Ein kleiner Schambeur, hä? Ja. Aus dem wird mal ein Til Schweiger, wenn er groß ist.